So, meine lieben Leute, heute ist es soweit. Heute geht's nach Holland. Das heißt, ich, Jana, Nine, Tobias, Lisa und Jonas. Yeah! In den Center Park. Mal gucken, wie es so wird. Da hat uns der Tobias hingeschleift. Und eigentlich wollte ich nach Egmont zu den tollen Traumstränden. Romantische Sonnenuntergänge, schönen Bars und netten Cafés. Aber Tobias meinte, das gibt's da auch. Jetzt sind wir beim Eiselmeer. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich werde mich jetzt ein bisschen noch darauf vorbereiten. Muss auf jeden Fall noch eine Musikplaylist zusammenstellen für die Fahrt, ne? Das ist natürlich sehr wichtig. Und der erste Gastgeber schon hier ist der Jonas. Na Jonas, muss ich noch an die Kamera gewöhnen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob Diane denn übrigens überhaupt noch Platz hat hier. Stopp rein. Passt. Ein bisschen zusammen. Ne? Ja, fahr los. Oder? Na, losfahren, Jonas. Ja, stimmt. So Leute, wir haben jetzt die ganze Zeit diskutiert, welche Musik wir jetzt hören, ob es Pitbull ist oder ob es Gameboy-Musik ist. Das Schwierigste an einer guten Autofahr-Playlist ist ja, dass ja jeder dann abgeholt werden muss und jeder ein bisschen seinen Spaß dran hat. Ne? Und bei meinem Freundeskreis ist es echt schwierig. Wenn es nach mir geht, würde so die ganze Zeit nur sowas laufen. Dann gibt es natürlich noch den Jonas, ne? Das ist ein absolutes Lieblingslied, auf jeden Fall, absolutes Lieblingslied. Bei Jana und Nine, da ist es noch viel schlimmer. Die hören tatsächlich nur Gameboy-Musik. Wir haben uns jetzt auf Folgendes geeinigt. Ich verkaufe meinen Körper, ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Auf geht's! Ja? Deine Musik, Jonas? Ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Du bist dabei, dann mach ich mich für dich frei. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Leute, wir sind da! Na Jonas, freust du dich? Aussteigen? Kein Schlager mehr? Kein Schlager, endlich. Na, wie geht's euch? So Leute, wir sind hier bei Jana Kästner und sie möchte uns jetzt mal ihre Bude zeigen. Also auf geht's, kommt! Angelegenheit. Letztes fehlt nur noch. Wenn auch mal kleine Besucher kommen. Guck mal, ganz einfach die Toilette. Eine Sache wäre mir da doch noch ganz wichtig, dir zu zeigen. Das ist die Räuberhöhle. Das ist die Räuberhöhle. Sag doch mal, wer muss denn hier schlafen jetzt übers Wochenende? Philipp und Jonas. Wer hat das bestimmt? Bestimmt? Ich habe nett gefragt und da es ja mein Besuch ist, ist auch hier schlafen. Was für ein Wohnzimmer? Wir sind
wie er es macht. Wie wird der geraucht? Ist das eigentlich Weed oder ist das eine normale Zigarette? Mann, das riecht aber. Sag mal hier Hallo Mama und Papa. Ich kann heute nie mehr fahren. Wo ist mein Bier? Ich hab's nicht gemerkt, Mann. Das ist die Scheiße. Hm? Dankeschön, das ist meine persönliche Assistentin, Diana Kästner. Das ist der Planer, der noch viel zu nüchtern ist. Sag doch mal was zum Planer, Matthias. Sag mal ein bisschen lustiger. Du bist doch mal lustig. Das ist die Lisa. Lisa ist die Mutti, ne? Aber die stolze Mutti auch, ne? Du magst deine Kinder doch, oder? Nur wenn ihr lieb sind. Das hier ist unser Model. Das hier ist, was bist du denn jetzt? Ist der Kühlschrankbauer immer noch, oder? Ja, ja. Ich höre mir Bremsen an. Du hörst dir Bremsen an, okay. Einmal gucken, sonst laufen. Wer bin ich? Wer bin ich? Was, nochmal, was hast du gefragt? 50 Euro hast du gesagt? Nein, das ist keine Ahnung, das steht irgendwo. Das ach so. Wie, jetzt muss man kurz zwei Wörter zu mir sagen. Oh Mann, oh. Das sind echte Nicht-Freunde hier. Ist das euch alles zu peinlich hier gerade draußen mit der Musik? Gibt's doch nicht. Na, Baby. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. Dann will ich diesen weiter stören hier, ne? Bei deiner Private Side hier, ne? Oh, oh man. Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Na Nina, hast du da gestern gesoffen, ne? Bei wem? Bei euch oder bei mir? Bei euch. Ach so. Hochbett schlafen. Ja, danke schön. Kein Problem. Ging so im Hochbett, ne? Der Jonas, der hat sehr verdächtig gerappelt immer unten, ne? Also das habe ich schon gemerkt beim Jonas. Guck mal, hier ist der Hengst. Der ist ein wenig aus dem Grund. Du! Verschwendung, trink das doch jetzt! Trink das doch jetzt aus! Mensch, ist alles deins? Guck mal Leute, das hat alles alleine gestern getrunken. Geh mal weg, wenn du was willst du? Wo fahren wir jetzt hin? Einkaufen und ich dachte vorher nach einem Golfcaddy gucken. Golfcaddy? Für euch hier. Ja, schon mal nach einem Golfcaddy mal gucken, wie teuer die sind. Und dann das Ding da abgeben, ne? Wir gehen jetzt erstmal einkaufen, oder? Ja, ja. Rezeption, ne? Ja. Wir fahren einfach den Tobi rein. Auf geht's! Hat sich der Jonas gewünscht. Niemals! I've been drinking and bussing too, and I've been thinking of blessing you. I'm not the motherfucking bohead, and if your friends jump in, there'll be more days causing confusion, disturbing the peace. Schönes Wetter haben wir hier auf jeden Fall. Wie heißt denn dieser Ort eigentlich? Was? Blerikum? Und hier wieder gekifft. Albert, das ist der Supermarkt. Ich dachte, das wäre die Stadt gewesen, wo wir hinfahren. Nina muss noch zu Ende kissen. Und Tobias, wie teuer ist dein Körper? Ist der auch so günstig wie unsere Körper? Jonas, wolltest du nicht so ein Playboy-Hat kaufen? Der Jonas stand wieder bei den Zeitschriften, ne? Hast du die gefunden, die Zeitschrift, die du wolltest? Jonas, das muss jetzt nicht heiß sein. Trau dich doch einfach. Leute, der Jonas, der will sein Heft nicht kaufen. Das, der, welches? Das hier wollte der haben, der Jonas. Aber irgendwie... Ja, aber irgendwie traut er sich nicht. Der Jonas traut sich einfach nicht. Was brauchen wir jetzt eigentlich?
Hast du meine Frau gesehen? Ist schon wieder abgehauen, sehe ich erst. Das sollte dir zu denken geben. Was gibt's heute zu essen? Ich verkaufe. Was willst du verkaufen? Wie teuer? Fleischparadies hier, ne, Tobias? Da ist dieser Perverse schon wieder hier. Gehen Sie bitte weg, Sie gehören nicht zu unserer Gruppe. Sollen wir nicht mal mit Tobias das kritische Thema besprechen? Das heißt, wir sparen, wenn wir Bier nehmen. Tobias möchte ganz gerne mehr billig Bier trinken und dann richtig krasse Kater haben. 6 Euro sparen. Okay. Kannst dir eins holen, ich erlaube dir das. Nein. Dann musst du erst diese um Erlaubnis fragen. Und dann dafür das billig Bier, freust du dich? Ja, das weißt du nicht. Oh, Entschuldigung. Dann sparen wir jetzt 4 Euro. Ja, weil wir die. Wir setzen ja das teure durch das billige. So Leute, das ist einfach der ständige Kampf Mensch gegen Maschine. Jonas und Philipp gegen das Tobias-Modul. Gucken, wer schneller zu Hause ist. Ich bin nicht mal im Weg. Faulen Säcke. Die Jonas joggen. Wir sind auf dem richtigen Weg, hä? Ja, auf jeden Fall. Na gut. Wo waren wir nochmal? Hier lang sind wir eben. Wir sind am Tennisplatz an der Rutsche vorbei. Wir hätten dann hier nämlich lang und dann sind wir einmal da gewesen. Ja, okay, das darfst du nicht ins Video machen. Doch, hier unten kein Caddy. Niemals, Tobias! Niemals! Okay, Leute, es ist soweit. Wir haben uns tatsächlich verlaufen. Der Jonas, der weiß auch nicht, wo wir sind. Zu viel Kurven hier. Oh Gott, Leute. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. 200? Sind wir nicht 700 eigentlich? Da sind wir. Aber die 7, da müssen wir hin. Ich glaube, wir müssen da hinten einfach gleich rechts. Falsche Richtung, ne? Pfeil geht nach woanders hin. Action hier. Der Sturm kommt, der Sturm kommt. Oh Gott. In Egmont scheint die Sonne und 30 Grad und Girls on the Beach. Ich glaube, das wäre anders gewesen, ne? Danke, Tobias. So Schritt war. Da! Ey, ohne Spaß, kann aber nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass du komplett falsch gelaufen bist. Papier ist richtig. Richtig, aber ich wette mit dir, das sind Schilder für Autos. Deswegen sind wir wieder am Anfang jetzt. Ja. Wir hätten ja nicht da bleiben können. So ein Scheiß, ey. Wir hätten, glaube ich, das war schon richtig. Wir hätten nur anders laufen müssen. Sollen wir zum Auto? Wir gehen zum Auto. Wir gehen heute ins Schwimmbad. Ob wir angekommen sind oder nicht, verrät euch jetzt der Schnitt. Tobias, was ist hier los? Enten. Jetzt an. Guck mal, wie süß, ne? Kommen direkt alle Entchen. Das Problem ist, dass die morgen wiederkommen. Ja. Jonas, komm mal hier Enten gucken. Komm, erst Enten Zieh gucken. Zieh deine Schuhe an. Wir ist da los. Herzlos hier. Professor Dr. Herzlos. Wo geht's jetzt hin? Was macht ihr da? Laufen. Nein. Jana und Nina wollen sich dann durchziehen, deswegen wollen die da hin. Ich setze mich auf Janas Schoß. Wir müssen jetzt zu 6 in Tobias Auto. Du setzt dich kurz auf irgendeinem Schoß hier, komm. Ich werde dabei auch nichts empfinden. Schluss. Sei einfach mal herzlos. Vielleicht gibt Jonas mal deine Cola. Hier, wer möchte das eigentlich? Oder wir können auch hier noch. Oh.
Das ist ja peinlich. Was ist das? Hat das mal ein bisschen voll gemacht hier. Oder so, also willst du oben drauf? Ja, hast du ja. Muss man denn dein Red Bull wegnehmen da? Sorry. Au. Geht das so? Ja, das ja, geht so. Man ist echt voll hier. Hoffentlich ist jetzt nicht wieder so ein Kleiderwagen. Jana, wenn du was Hartes spürst, der Philipp hat sein Handy in der Hand. So Leute, wir sind jetzt hier im schönen Amsterdam. Vor allem im teuren Amsterdam. Aber guckt euch mal diese Aussicht an hier. So, schauen wir mal, was bei den anderen so aussieht mit dem Parken. Man sagt ja, dass Amsterdam nicht so günstig sein soll. Und Leute, wie schaut's aus? Pro Auto 37 Euro, Alter. Wie viele Stunden jetzt? 5 Stunden. Fünf Stunden? 4 Stunden? Hat er schon einen psychischen Zusammenbruch, der Jonas. Hier hat er gerade eben schon so eine Träne. So eine Träne lief ihm hier runter. Geht's wieder? Lisa, wolltest du nicht nochmal hier so ein Pärchenfoto machen? Das ist doch viel schöner, oder? Und dann musst du Lisa aber auch so halten. Oh Gott, Alter. Wie nennt man dieses Viertel eigentlich? Rotlichtviertel. Was ist ja nicht dein Lieblings-Coffeeshop? Immer diese Frau. Philipp juckt schon wieder in den Händen, der will schon wieder weiter. Tobias hat Angst. Nee, das wird Turi fallen, wer nicht. Hier, Leute, ich zeig euch mal, wo der Tobias Angst hat. Der Tobias hat Angst vor dem Typen da vorne. Also wir müssen auf jeden Fall noch einen Coffeeshop, oder? Wolltest du mit Nina einen durchziehen, oder? Nicht? Kein Kommentar? Das ich von dir echt nicht erwartet. Was sagen denn deine Eltern dazu, dass du unbedingt... Das ist Diana hier, Diana. Dich befehle ich dir. Wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Auf jeden Fall nicht jugendfrei mehr, das Video jetzt hier, ne? Das ist für euch eigentlich so langweilig, oder? Das habt ihr ja alles noch zu Hause, oder? Wieso? Also alles eiskalt zu Hause. Fürs Badezimmer. Wende dein Antlitz ab von mir. Das ist schon wieder pervers. Noch einmal. Bück dich.
Haben wir schon gemacht, ja, oder? Die Frau mit den ekelhaften Brüsten gesehen. Ja, die war noch nicht echt. Wir können ja auch mal zusammen in den Trip gehen. Können wir. Mit Tobias der Döni. Wo kommt ihr denn raus? Wo kommt ihr denn raus? Was ist das denn? So Leute, wir waren jetzt in Amsterdam, war auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt kriegt jeder ein High Five. Jonas? Yippie! No. Tobias wollte was sagen zum Centerpark. Ich hab das nur in die Runde gebracht. Was denn? Nicht, dass wir vielleicht hier hingehen. Und der Centerpark ist jetzt? Beschissen. Ja. Weil Tobias sich fast in die Hosen scheißen muss. Weil ich jetzt nach Hause laufen muss und nicht Auto fahren kann. 20 Minuten laufen wir jetzt. 20 verfickte Minuten, weil Nein. wir nicht mit dem Auto zum Haus fahren müssen. Also Jonas und ich haben uns echt, wir haben uns echt verlaufen. Es ist eigentlich nicht so weit. Ja, gucken wir jetzt. Minuten. Und drückt es noch oder geht's noch? Geht wieder. Oder fließt es? Was bereust du? Dass ich dieses Haus ausgewählt habe. Wegen dem tollen Strand? Ja, Moment, am Strand waren wir noch nicht. Das können wir noch nicht sagen. Vielleicht ist der Strand wirklich gut. Dann sehen wir morgen dann, ne? Ja. So, meine lieben Leute. Wir haben heute Sonntag. Und tatsächlich scheint heute mal die Sonne und daher werden wir heute den Centerpark ein bisschen erkundschaften. Wo gehen wir hin? Schwimmen? Aber ein Schwimmbad, ne? Im Hallenbad natürlich bei gutem Wetter. Ne? Tobias, welchen Caddy hast du jetzt gebucht hier? Gab keine Caddys mehr. Ich erinnere mich gern an die verlorene Zeit. Jeden Augenblick war es wert. Ja, das Gras war mal gut und das Gras war mal schlecht. Am Ende waren wir alle platt. Ja, die Mädels waren wahr, aber das ist doch klar. Unser Erscheinungsbild war nicht grad perfekt. Aber wir waren alle Punks oder irgendwie so ähnlich. Und scheiße, es gibt nichts Besseres als das. So, Tobias nähert sich jetzt den bösen Esel und der berührt ihn jetzt. Oh, nicht so schnell. Komm, mach jetzt. Komm, Tobias, du kriegst ein Abzeichen jetzt von mir. Tobias. Jetzt. Und, was war das für ein Gefühl? Ein erhebendes. Und jetzt zieh das, musst du auch noch berühren, Tobias. Und Jana, wie ist es jetzt, diesen Ort zu verlassen? Sehr traurig. Sehr traurig, aber... Wie geht's, Mr. Herzlos? Schön. Bingo! Wir haben gerade beschlossen, hier ein Turnier zu machen. Und das hier sind meine Gegner. Der eine haut schon ab, der hat keinen Bock. Wo sind die Gegner? Hier ist auch noch so ein Krawanzmann. Bist du motiviert, Tobias? So Leute, ich habe ein Opfer gefunden. Nee, ne? Was spielen wir jetzt? Wie heißt das überhaupt? Airhockey, ne? Ja, ich bezahle das aber. Champion, wer ist der Champion? Ich bin der Champion. Wer möchte das nächste Opfer sein hier? Das ist der Flachboy, persönlich. Bereit für die Niederlage. Nein.
so knapp gespielt. Es stand 4-4. Was ist dann passiert? Da hat er doch geführt, der Junge. Da hat der Philipp gewonnen. 7-6. 7-6. So Leute, jetzt kommt der Endgegner. Und zwar Mr. Würstmann persönlich. Mr. Freizeitfahrer. Mal sehen, ob er eine Chance hat. Gegen Tobias. Round 1. So Leute, wir sind jetzt endlich am Strand und es ist wirklich so, wie Tobias beschrieben hat. Man kann den Horizont sehen, man hat das Meer hier. Man, Sandstrand, Kilometer weit kann man laufen. Dann schwimmen wir rüber zu, was ist das, Afrika? So sieht's aus. Nein, Spaß, es gibt natürlich einen anderen Strand noch, also es ist nicht so schlimm. Ein paar Ausschnitte, wie es denn hätte sein werden können, ne, Tobias? So, Tobias, wo geht's hin? Ach, der Efterling. Efterling! Und Tobias, freust du dich? Wir sind hier mit dem Efterling. Tobias hat uns wieder dazu überredet, in den Freizeitpark zu gehen. Tobias Hinterhältige, genau. Das war der hinterhältige Plan. Der wollte mich gar nicht ins Center Park. Ich wollte einfach nur in der wollte nur einfach in der Nähe vom Efterling sein, ne? Yay, wir sind mit dem Efterling. Jonas, spürst du schon die Magie? Da sind total geile Sachen. Und Jonas, genau das Richtige für dich, oder? Also bis jetzt checke ich das noch nicht so ganz. Märchenpark, ein bisschen langweilig, für mich. Am besten eine Achterbahn, oder? Ja. Und los geht's. Zack, Jonas, guck mal, da sind wir in der Achterbahn, wie du es gewünscht hast. Vor 2 Stunden. Die Gewohnheit zu besuchen, lange nichts mehr getankt. Die Batterie sind leer, in ein Labyrinth verschwunden. Oh!
So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.